Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie man diese beiden Hilfsmittel, also eine Lochbrille und einen sogenannten Fokussierstab, beim Augentraining richtig einsetzt? Das möchte ich dir in diesem Video verraten, wie du davon profitieren kannst und wie du ganz einfach so einen Fokussierstab auch selbst nachbauen kannst und wo man so eine Lochbrille findet. Das verrate ich dir alles in diesem Video, also sei unbedingt gespannt. Ich möchte dir nämlich zeigen, wie man mit Hilfe dieser tollen Hilfsmittel seine Sehkraft ganz einfach und schnell verbessern kann. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal auf augentrainieren.com, wo wir uns nicht nur mit dem Thema Augentraining beschäftigen, sondern uns auch ganzheitlich auf den gesamten Körper fokussieren, denn alles hat miteinander zu tun und man kann immer nicht nur partiell einzelne Sachen angucken, sondern man muss immer den gesamten Körper im Blick haben. Wenn dich sowas interessiert, gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne ein Abo da lassen, dann weiß ich, dass ich in diese Richtung weitere Videos machen kann. Ansonsten schreib mir auch gerne mal deine Tipps und Ideen unterhalb in die Kommentare oder Videowünsche, dann werde ich mich auch damit mal befassen und dazu einzelne Videos machen. Im heutigen Video möchte ich dir, wie gesagt, einmal zeigen, wie man diese Lochbrille richtig nutzt und natürlich auch den Fokussierstab. Denn beides einzeln zu nutzen, macht schon einen großen positiven Input zum Augentraining, aber wenn wir es gleichzeitig beides benutzen, gibt es noch einen viel größeren. Zunächst möchte ich dir erstmal vorstellen, wie so eine Lochbrille überhaupt funktioniert, falls du davon noch nie was gehört hast. Du siehst da hier ganz vorne sind kleine, viele Löcher. Diese Löcher lassen eben deutlich weniger Licht in unser Auge und es fallen auch einfach weniger Reize in unserem Auge an. Dadurch fokussiert sich unser Auge tatsächlich auf unsere Netzhaut, auf die wenigen Punkte, stellt die einzelnen Punkte natürlich zusammen, ja, als ein Bild. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, siehst du auch da wie bei einer normalen Brille. Aber dadurch, dass du ja diese kleinen Löcher hast, trifft das Licht eben besser auf unsere Netzhaut. Die Netzhaut ist das, was wir ganz hinten in unser Auge haben, ja. Dazu möchte ich dir mal mit Hilfe meines Auges hier zeigen, wo die Netzhaut liegt. Also ich mache es mal auf, ja. Ist quasi dieser hintere Bereich, ja. Also das Auge, muss dir vorstellen, hier vorne trifft das Licht ein, es wird gebrochen und ganz hinten, also quasi hier hinten, trifft unser Lichtstrahl auf und dieses Gelbe hier hinten, das ist unser sogenannter Sehnerv. Und so funktioniert im Prinzip das einfache Sehen. Dieser Sehnerv leitet das Ganze unser Gehirn weiter und wir haben dadurch dann scharfe Bilder. Soweit zum Verständnis, die Lochbrille hilft dir da also dabei, diese Lichtstrahlen zu bündeln, ähnlich wie bei einer normalen Brille, hilft dir dabei aber auch, deine Sehleistung zu verbessern. Gerade wenn man das längerfristig benutzt, kann so eine Lochbrille dir beim Augentraining unterstützende Hilfe geben, gerade auch um die Verbesserung, einfach um dieses natürliche, schärfere Sehen zu verbessern, zu schärfen, ja, das hilft dir einfach bei einer Lochbrille mehr als bei einer klassischen Brille, denn dadurch müssen unsere Augen sich trotzdem anstrengen, um Objekte zu erkennen. Bei einer klassischen Brille ist es ja so, dass unser Sehen mehr oder weniger von der Brille abgenommen wird. Ja, also die ist meistens zu stark eingestellt, dadurch werden unsere Augen fauler, die Augenmuskulatur und alles strengt sich nicht mehr so an, muss nicht mehr so viel arbeiten wie früher, ja, und dadurch reduziert sich die Sehleistung leider immer weiter und wir brauchen alle paar Jahre eine neue Brille mit meistens einer schärferen Sehstärke. Der Fokussierstab hat eine ähnliche, gute, wirksame Effektivität beim Augentraining. Wie du siehst, ich zeige es dir auch noch mal ein bisschen näher, du hast hier einzelne Buchstaben drauf. Von oben etwas größer und unten wird der Buchstabe immer kleiner. Heißt also, du kannst diesen Fokussierstab nutzen für eine schlechtere Sehschwäche. Und wenn du dich verbessert, nutzt du einfach denselben Fokussierstab und gehst immer weiter runter. Dazu habe ich dir mal ein Tutorial zusammengestellt, wie man ganz einfach so einen Fokussierstab auch selbst erstellen kann. Diesen Fokussierstab, den kannst du dir zwar auch kaufen, den kannst du dir aber auch ganz einfach selbst basteln. Ja, dazu brauchst du entweder einen Stift, den du nicht mehr benutzen möchtest, oder so eine Essstäbchen, die kannst du auch nutzen, wenn du die aneinander klebst und dann einfach ringsrum dir das ausdruckst und einfach hier deine Buchstaben raufklebst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kannst du also, wie gesagt, auch ganz einfach selber bauen oder du machst den bequemeren Weg und kaufst dir das Ganze. Und diese beiden Hilfsmittel können dir, wie gesagt, dabei helfen, deine Sehleistung noch effektiver und stärker zu verbessern und du hast einfach so schnellere Fortschritte. Damit du auch meine Augen während der Übung jetzt siehst, verzichte ich jetzt mal einmal kurz auf meine Lochbrille. In deinem Fall setzt du sie jetzt natürlich auf und machst dann die einzelne Übung. Ich setze sie jetzt nochmal kurz ab, damit du eben genau siehst, wohin meine Augen sich bewegen. Also schau mir jetzt mal ganz kurz in die Augen, dann siehst du nämlich ganz genau, in welche Richtung ich jetzt schaue. Denn diesen Fokussierstab kann man verschieden flexibel einsetzen. Ich nutze den ganz gerne, gerade am Anfang, wenn du jetzt eine Brille aufhast, um einfach mal unsere Augen warm zu machen. Also sprich, ich schaue so weit, wie die Brille geht, mein Kopf bleibt gerade und bewege den Fokussierstab
langsam in gleitenden Bewegungen von links nach rechts. Ja? Also so, dass ich immer auf einen Fokuspunkt blicke, ja? Also beispielsweise jetzt hier in dem Bereich, und da werde ich auch nicht verrutschen nach oben oder nach unten. Ja? Such dir am Anfang deinen entsprechenden Fokussierpunkt raus und dann schaust du während der Übung genau darauf. Und dann wirst du auch merken, dass du dich nämlich Stück für Stück verbesserst. Du kannst nämlich in der nächsten Runde dann den nächsten Buchstaben nehmen, den du vielleicht vorher ein bisschen schlechter gesehen hast. So, das Ganze kannst du natürlich auch nochmal nach oben und nach unten machen, dass du einfach deine Augen aktivierst. Durch die Lochbrille hast du natürlich den Fortschritt, dass du vielleicht schon ein bisschen besser gucken kannst, ohne dass du deine Augen trainiert hast. Dann kannst du es natürlich auch hier etwas schwieriger gestalten und einfach einen Buchstaben weiter unten nehmen oder du vergrößerst die Distanz und machst das aus einer größeren Entfernung. Für den nächsten Step brauchen wir entweder zwei solche Fokussierstäbe. Du kannst aber natürlich auch zwei ähnliche Bleistifte nehmen oder Stifte einfach, wo dein Text drauf ist. Ich zeige es dir jetzt einfach mal mit zwei Daumen, also so, dass du es quasi einmal vor dir liegen hast und du hast quasi den Blick gerade und die beiden Fokussierstäbe sind außen am äußersten Rand sozusagen. Ja, und jetzt wandert dein Blick von links nach rechts. Also du bewegst wirklich deine Augen von links nach rechts und versuchst das auch wieder scharf zu stellen. In dem Moment, wo du das Objekt, den Fokussierstab scharf siehst, änderst du den Blick, ja, und du wirst merken, dass das, je häufiger du das wiederholst, immer anstrengender wird. Mit der Lochbrille macht das natürlich dann wieder mehr Spaß, weil du die Effektivität wieder spürst. Das kannst du natürlich auch ohne Lochbrille mal probieren. Du wirst merken, durch dieses Hin und Her wechseln, strengen sich deine Augenmuskulatur so doll an, dass du wahrscheinlich nach kurzer Zeit aufhören musst, weiterzumachen, weil es einfach sehr anstrengend ist. Ja? Würde ich dir auch empfehlen, immer wenn du merkst, dass es dir zu anstrengend ist oder irgendwie wehtut vielleicht, dann machst du eine kurze Pause und kannst dann anschließend weitermachen oder machst den nächsten Tag weiter. Ja? Als nächstes kannst du dann diese Stäbe wieder etwas näher bringen. Der Fokuswechsel bleibt aber trotzdem, also du schaust wirklich von links nach rechts, von rechts nach links und änderst immer wieder deinen Fokussierpunkt. Und du wechselst immer erst dann deine Augen, also den Fokuspunkt von dem einen Fokussierstab zum nächsten, wenn du den gestochen scharf gesehen hast. Ja? Also immer dann wechseln erst, wenn du ihn scharf siehst und dann kannst du das Ganze so häufig wiederholen, wie dir beliebt. Ich empfehle dir, mach das Ganze circa bis zu 5 Minuten. Darüber hinaus würde ich nicht empfehlen, gerade auch für untrainierte Augen, macht da wieder ein bisschen weniger Zeit am Anfang, weil wir müssen uns erstmal auf ein gewisses Level heben und dann können wir entsprechend über den längeren Zeitraum trainieren. 5 Minuten empfehle ich deswegen, weil unsere Augen sind ja ganz, ganz kleine Muskeln. Zeige ich dir hier auch nochmal. Du hast also 6 Muskeln, das sind diese rot markierten, das sind unsere Augenmuskeln, die wir jetzt gerade trainieren. Und die sind sehr, sehr klein, wie du siehst. Ja, wir haben davon 6 Stück. Hier oben seitlich einen, unten einen. Hier oben siehst du auch nochmal einen, der unser Auge quasi, ich zeig's dir mal kurz, wenn unser Auge quasi nach links und nach rechts guckt und wenn wir so einen Kopf leicht schräg machen, bleibt unser Auge zu einem gewissen Punkt gerade. Wenn ich jetzt weitermache, dann geht das doch in die eine oder andere Richtung. Also sprich, unser Auge kann auch sich so leicht in diese Richtung bewegen. Dazu sind diese oberen kleinen und unteren kleinen Muskeln vorhanden. Und wie gesagt, diese Muskeln sind wirklich absolut klein. Nicht zu vergleichen mit einem Bizeps oder einem Bauchmuskeln oder so oder einem Oberschenkel, weil diese Muskeln brauchen kleine Reize, um sich zu verbessern und brauchen demzufolge auch nicht lange, um optimal zu funktionieren. Das nächste, was du wiederum machen kannst, ist ein veränderter Fokus von der Entfernung. Also du kannst mal den Fokussierstab in die Nähe halten, mal in die Ferne, mal weiter in die Ferne von links, mal weiter in die Ferne von rechts, ja, und auch so immer erst dann bewegen, wenn du das gestochen scharf siehst. Also wenn du im Nahbereich zum Beispiel sehr gut gucken kannst, versuch das vielleicht in der Ferne ein bisschen mehr auszuprägen, also dass du quasi von dem Bereich, wo du es zum Beispiel noch scharf siehst, in dem Bereich zum Beispiel, geh immer ein bisschen weiter nach hinten und wieder hin in die Nähe. Ja? Und dadurch, dass dieser Fokuswechsel immer stattfindet, verändert sich auch unser Fokussierpunkt, also der Punkt, der vielleicht vorher hier scharf gewesen ist, verschieben wir einfach in die Ferne und das kann dir auch helfen, dann langfristig gesehen auch immer weiter in die Ferne zu gucken. Ab einem gewissen Punkt ist natürlich dein Arm relativ weit, entweder holst du dir da Unterstützung oder du kannst auch da mit Hilfe von Sehtafeln deine Sehleistung verbessern. Der Fokussierstab ist immer nur eine Unterstützung, du kannst es natürlich auch, wie gesagt, mit dem Daumen machen. Das nächste, was du sehr gut auch machen kannst, gerade auch für die Leute, die ein sehr großes Blickfeld haben oder auch haben wollen, die können einmal mittig anfangen und dann so weit nach außen mit dem Fokussierstab gehen, bis sie ihn quasi nicht mehr sehen. Also sagen wir mal, das ist beispielsweise hier der Fall. Ich versuche das mal seitlich zu machen. Ja, beispielsweise ist hier der Fall. Ich schaue jetzt gerade und ich sehe hier zum Beispiel den Fokussierstab nicht.
dann gehe ich wieder ein paar Zentimeter nach vorne, ja, so dass ich ihn wieder besser sehe. Und dann kann ich in diesem Bereich immer mal ein bisschen rein und wieder rausgehen. Also das ist wirklich ein ganz kleiner Bereich, wo du ihn siehst, wo du ihn nicht mehr siehst. Und dann kannst du diesen Fokus, diesen Weitwinkel sozusagen immer weiter optimieren und verbessern, dadurch, dass du dann irgendwann mehr siehst im äußeren Bereich. Das kann dir, wie gesagt, dann helfen, beispielsweise im Alltag, wenn du eine Gefahrensituation hast und kommt ein Auto plötzlich an oder ein Fahrradfahrer oder so und du hast ihn vorher nicht wahrgenommen. Gerade bei Brillenträgern ist es häufig so, dass die eine sehr eingeschränkte Sicht haben, weil der Fokus ist ja meistens nur in der Mitte scharf, nicht an der Seite. Und deswegen ist das äußere Sehen eigentlich auch sehr wichtig zu trainieren. Und das kannst du beispielsweise super auch mit einem Fokussierstab machen. Und wenn dich sowas interessiert, solche Übungen, solche Methoden, und du da vielleicht auch eine persönliche, individuelle Anleitung haben möchtest, die auch praxisorientiert für dein spezifisches Augenproblem ist, dann schau doch mal unterhalb des Videos. Dort habe ich dir mein kostenloses Augentraining verlinkt. Das ist ein Workshop, da kannst du mit mir gemeinsam und auch mit anderen Teilnehmern deine Sehkraft verbessern. Da schauen wir ganz genau, welches Problem gibt es alles, welche Strategien gibt es alles, und da kannst du nach den 60 Minuten ungefähr ganz genau für dich herausfinden, welche Strategie für dich auch am besten funktioniert. Also wenn das für dich interessant klingt, gerne mal unterhalb des Videos einmal vorbeischauen und dich anmelden, das ist ja komplett kostenlos. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du diesem Video hier einen Daumen nach oben gibst. Abonniere auch gerne den Kanal. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Bis dann. Ciao, ciao.